So, Freunde, und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu Outlast. Oh, meine Fresse. Ja, wir spielen wieder Outlast. Oh, na, ganze Zeit lang ist es her, aber wir sind hier wieder an dieser Stelle, wo uns gerade der verrückte Vater zurückgelassen hat. Vater Martin, bitte lasst uns hier durch. Ich will nicht durch den dunklen Gang. Oh, so ein Drecksack, Alter. So ein Drecksack. Jetzt müssen wir tatsächlich wieder durchs Dunkle. Das kann echt nicht wahr sein. Ich gehe erstmal hier entlang. Ich weiß nicht, wo ich... Ah! Brathering. Und eine Kamera. Aber die nimmt er nicht. Warum nimmt er denn keine Ersatzkamera? Und auch komisch, dass wir die Spiegel immer kaputt sind, dass wir uns nie im Spiegel betrachten können. Das ist schon etwas seltsam. Aber ich mache mir da nichts draus. Hier liegt nichts im Klo. Und hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Die Pissoirs sind alle leer. Hier hat jemand nur ein kleines Feuerchen gemacht. Und wir müssen weiter. Ein Rollstuhl? Okay. Ah, wer ist denn das? Vater Thomas! Das ist also der Vater... Nee, Vater Martin heißt er ja, oder? Ich mache ja einfach die Türen auf. Ich weiß ja nicht, was hier dahinter ist. Oh Gott. Ich will es am liebsten gar nicht wissen. Scheiße, was ist denn... Warum tue ich mir solche Spiele an? Ich bin echt blöd. Linke Maus, das zum Verstecken. Ich möchte mich eigentlich nicht verstecken. Ah, da liegt doch wieder was. Das lesen wir uns doch gleich mal durch. So, ich weiß gar nicht mal, wie das ging. Wie konnte ich mir die Notizen... Ah, so. Sehr geehrter Mr. Walsh, bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920 David Annapurna und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste. Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Traeger, Murkoff. H und D, keine Ahnung. Die haben ihre Mitarbeiter einfach dann als Patienten benutzt. Was sind denn das für kranke Leute? Ich möchte hier gar nicht weitergehen. Vor allem, wer baut denn auch so? Wer stellt denn das so blöd hin? Das war bestimmt die Einzeltoilette, die... Der durfte nicht mit den anderen hier zusammenpinkeln, der da hinten da dran dann war. Also wirklich, ich... Begreife ich nicht. Ja, genau. Zieh einfach die Tür wieder auf. Wird schon nichts passieren. Wo bin ich denn hier? Ich würde ja gern mal irgendwie einen Hinweis dazu haben, was hier vorgefallen ist. Folge dem Blut könnte man hier wieder... Wir müssen da bestimmt auch rein. Aber ich möchte ganz gerne erstmal hier entlang. Hier ist wahrscheinlich nichts. Hier kann ich mir auch nichts anschauen. Nee. Okay. Aber hier ist noch eine Tür. Und da möchte ich auf alle Fälle noch rein, denn hier liegt bestimmt noch irgendwas rum. Jawohl, eine Batterie. Seht ihr? Ein Glück sind wir hier reingegangen. Sorry für meinen Akzent immer. Den habe ich mir so angeeignet. Das ist jahrelanges Training. So, jetzt aber nichts wie... Scheiße! Freunde, es steht ja alles unter Flammen. Shit, wer hat denn das zum Teufel? Oh mein Gott. Oh, komm, schaut euch mal die... Oh, schaut euch mal... Oh. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get up. If you want to live, you can get out through the kitchen.
Neues Ziel. Ich schalte die Sprinkleranlage ein, um das Feuer zu löschen. Hey, der Typ ist noch normal. Der hilft uns sogar. Nehmen Sie den Weg durch die Küche, aber ich komme doch da gar nicht durch. Okay, Freund. Alles klar, ich glaube, wir müssen hier weiter, oder? Ja, ich glaube schon. Der hat die alle verbrannt, Alter. Schon ganz schön krass, was hier passiert ist. Oder ist das da die Küche? Ich weiß es doch nicht. Ich schaue mich hier erstmal noch ein bisschen um. Ich meine, es brennt ja nur alles, von daher können wir uns hier ruhig noch ein bisschen umsehen. Da hat sicherlich niemand was dagegen. Es wird auch nicht heiß oder so. Nein. Sowas gibt es hier nicht. Gut. Nein! Mach das Brett dran. Ich möchte die zumachen. Danke. So. Dann brat da drin mal schön weiter. Ich kann dir leider nicht helfen. Na doch, ich soll ja eigentlich die Sprenkleranlage anmachen, damit ich wahrscheinlich da wieder durch kann, um in die Küche zu kommen. Oh nein. Die Frage ist nur, wo ist diese gottverdammte Sprenkleranlage? Und wie kommen wir da am besten hin? Und ganz ehrlich, ich möchte hier nicht sein. Das ist mir echt ein bisschen unheimlich hier. Oh, da liegt hier einer. Den habe ich gar nicht mitbekommen. Ach, da ist eine Akte. Okay. Gut. J, glaube ich. Jawohl. Wenn Sie Dinger sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einer Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Was? Da braucht er also einen Erfolgsberater. Verstehe. Ja, mehr ist hier wohl nicht. Gut, dann war das hier nur wichtig für diese Akte. Ich höre eine Toilettenspülung, kann das sein? Okay, das heißt wohl, wir müssen hier durch. Ich will da eigentlich gar nicht lang. Weil ich kann mir denken... Ich kann mir denken, Freunde. Dass hier gleich wieder unser Freund kommen wird. Der gute Chris Walker. Beziehungsweise Dickie. Fetti. Wie habe ich ihn genannt? Ich weiß es nicht. Ah! Es ist kein Wasser im System. Öffne zuerst die zwei Ventile. Ah, nein! Das ist wieder so eine typische Stelle, wo er kommen könnte. Hallo? Oh, oh. Da baum etwas. Ja, zum Glück ist mein Scrollrad nur nicht kaputt, ja. Ah, jetzt, guck mal. Da baum et zwar was, aber... Naja. Ah, ich hab's doch gewusst. Ah, wo müssen wir lang? Scheiße, ich bin falsch gelaufen. Duck dich. Scheiße. Ich bin total falsch gerannt. Ich wollte eigentlich in die Ecke. Shit. Chris Walker ist bei uns. Oha, ich wechsle mal die Batterie, Freunde. Wechsel bitte die Batterie. Danke.
Ah gut, das wird ja wieder ein Spaß hier. Wie gesagt, die zwei Ventile müssen wir finden. Ich habe nur keinen Schimmer, wo ich lang muss. Aber das lässt sich sicher alles klären. Da liegt eine Batterie. Ich sag gerade nichts, weil ich gerade irgendwie Geräusche gehört habe. Oh oh. Oh oh, da hinten war er. Oh man, da hinten ist er immer noch. Ah, guck mal, hier muss ich glaube ich hin. Oh man. Oh man. Was ist das denn? You can go next if you're a good little baby. You know, clean your arms. Every little crevice to find. Was ist das denn? Oh, ey, Leute, ganz im Ernst, das ist ja... Nein, das schaue ich mir keine Minute länger an. Es wird langsam... Der hat ein schönes Tomatensaftbad genommen. Langsam wird's ekelhaft. Sprinkler! Jo, irgendwo muss hier ein Sprinkler an. Ah! Ach, so! Das erste Ventil ist dann schon mal offen. Ich hoffe, der Typ macht jetzt nichts. Gleich gibt's wieder frisches Wasser. So. Das hätte ich dann schon mal. Und Fetti müsste doch jetzt theoretisch kommen. Ja, der kommt doch sonst immer, wenn wir hier irgendwie... Okay, okay. Gut, Fetti kommt doch nicht. Ich laufe hier einfach weiter lang. Fetti kommt! Er müsste gleich durch die Tür da kommen, ja. Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Du siehst uns nicht. Ich bin zwar hier, aber ich bin doch nicht da. Huhu. Hier. Hallo. Hier bin ich. Ja, hier. Huhu. Ich bin hier. Hallo. Der möchte nicht. Der möchte heute nicht spielen mit uns. Nee, sein Arsch ist echt ekelhaft. Ja. Tappst du mich langsam vor? Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Also jetzt verpiss dich doch da mal. Ich muss da durch. Ja, glaube ich zumindest. Der geht genau in die Richtung, wo ich hin will. Spinnst du? Ey, Fleischklops. Okay. Gut. Alles klar. Dann, hier war ich schon. Dann versuche ich mal mein Glück hier entlang. Mal schnell das Brett ran, denn ich glaube, ich kriege hier gleich Besuch. La 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 la. La 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 la. Shit happens. Oh oh. Oh oh, der hat die Tür eingehauen, der hat die Tür eingehauen, Freund, der hat die Tür eingehauen. Oder? Oder? Ich glaube, der hat die Tür eingehauen. Ja, er hat sie eingehauen. Ja, da, nein! Da ist er. Aber geht wieder raus. Er hat uns nicht gefunden. Gut so. Da ist der zweite. Das zweite Ventil, die zweite Anlage für die Sprengler.
Guck gerade nur, ob der Typ da noch steht. Nein, die Luft ist rein. Papa ist weg. So. Und... Na, so. Jetzt verstecke ich mich hier wieder vor Papa. Weil wir haben ja das Ventil angemacht, ohne ihn zu fragen. Das könnte für uns... Da tot bedeuten. Ja, da kommt nämlich Papa. Solange er hier nicht reinkommt, ist alles okay. Solange er hier nicht reinkommt. Ich vermute aber mal ganz stark, wir werden gleich die allerwertesten Karte gezogen haben. Oh oh. Okay, er geht wieder. Alter, wenn der immer kommt, da bleibt nur das Herz stehen, Freunde. Der geht aber noch nicht da raus. Oder? Nein, er steht da noch. Aber jetzt geht er raus. So, jetzt muss ich nur noch zurück zu den Sprenkleranlagen und dann kann ich hier weg aus dem Gebiet. Hoffe ich. Okay, die Luft ist rein. Papa ist weg. Und ich laufe davon. Und ich muss ganz schnell weg, denn Papa ist hinter mir her. Schalala, und jetzt ist alles leer. Finde einen Weg nach draußen zu Vater Martin. Jupp, oh oh, oh oh. Die Sprenkleranlagen, hilf mir. Gut, so. Da musste ich wieder rein. Scheiße. Jetzt ist hier alles dunkel. Wollt ihr mich ver... Oh, die Frames. Oh, mein fucking goodness. Die Frames. Warum ist denn jetzt hier... Verfolgt uns jetzt der Dicke hier etwa immer noch? Ich habe gerade so das böse Gefühl... dass es so ist, Freunde. Kann man da noch irgendwie rein? Das sieht so aus. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss jetzt hier in die Küche. Puh. Also erstmal in die Küche jetzt. Wow! Verdammte Scheiße! Hallo? Ey, das war doch der Typ von gerade eben, der das alles in Brand gesetzt hat. Hey, der wollte uns eigentlich raushelfen. Ja, das hat er dem vielleicht auch gesagt. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ja, natürlich. Hier war bestimmt Dr. Wörnicke am Werk. Der hat seine Fingersuppe gekocht. Vielleicht sind ja unsere dabei und wir können sie wieder mitnehmen. Okay, lassen wir den Spaß. Jetzt ist es absolut nicht spaßig, wenn ich meine Finger verliere. Ich würde sterben. Ich glaube, ich hätte das gar nicht ausgehalten. Ich würde hier schon gar nicht weiterlaufen. Andererseits, ich wäre ja auch nie reingegangen. So müsst ihr das auch mal sehen. Meine Nase juckt. Moment. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon wieder aufnehmen. Ich glaube, wir nehmen schon wieder viel zu lange auf. Freunde, ich würde sagen, wir beenden den Part hier an dieser Stelle und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Grusen mit Vater Martin und dem Dicken. Keine Ahnung. Okay, also Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Sally. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Tschüss, haut rein.